Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Ich habe Ihnen ein großes Potpourri zur Verfügung gestellt. Wir schauen uns die Renditen an den Kapitalmärkten an, den Arbeitsmarkt in den USA, aber auch wirklich handwerkliche Themen für die Portfoliogestaltung und natürlich auch die Überleitung von den Börsenthemen, die ja doch für viele Anleger eher abstrakt sind, hin zu einfacheren Themen, die jeden von uns betreffen, wie die private und betriebliche Altersversorgung, sodass Sie einen möglichst bunten Mix heute hier erhalten werden. Grundsätzlich möchte ich mal auf die Perspektive eingehen und wir diskutieren momentan sehr viel über Griechenland. Kommt es zum Austritt? Kommt es zum Schuldenschnitt? Wo werden die Lasten liegen? Werden sie beim Steuerzahler landen? Tragen es die Notenbanken? Also da wird sehr, sehr viel diskutiert und philosophiert. Ja, keine Schlagzeile heutzutage kommt ja ohne dieses Thema aus. Und ich möchte das jetzt mal in die Perspektive setzen, weil wenn wir uns mal betrachten, welchen Anteil beispielsweise Griechenland an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Euro-Währungsraumes hat, dann ist das doch natürlich überschaubar. Aber letztendlich werden wir Menschen ja doch auch davon geprägt, wie uns Informationen oder auch Nachrichten präsentiert werden. Und ich möchte hier mal die kleine Analogie bringen, die Sie in dieser Grafik dargestellt bekommen. Und laut dieser Statistik sollen wohl pro Jahr 10 Menschen von einem Haiangriff so verletzt werden, dass sie eben entsprechend sterben. Auch nochmal 10 Personen, die im Endeffekt von Wölfen getötet werden, rund 100 von Elefanten, und so zieht sich das durch. Und das sind natürlich alles auch spektakuläre Themen, die stark durch die Nachrichten gehen, die uns natürlich auch in der Psyche beeinflussen, wenn wir das nächste Mal im Mittelmeer baden gehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass sie am Strand von Palma de Mallorca von einem weißen Hai aufgefressen werden. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich so im Unterbewusstsein drin, aber wir sehen in der Realität, 725.000 Personen sterben an den Folgen von Moskitostichen. 475.000 Personen sterben im Endeffekt durch Menschenhand. Also Sie sehen schon, nicht das, was uns immer so medienwirksam präsentiert wird, ist dann auch das, was die größten Auswirkungen hat. Und so verhält es sich meines Erachtens momentan auch mit Griechenland. Die gesellschaftliche Tragödie, die wir meines Erachtens dort sehen, die kann gar nicht hoch genug aufgehängt werden. Und ich hoffe, dass wir das auf einer humanitären Ebene auch lösen werden, egal in welche Richtung sich das Thema bewegt, um vor allem auch sicherzustellen, dass die Bevölkerung hier adäquat versorgt wird. Aber wenn wir uns wieder den wirtschaftlichen Themen zuwenden, dann glaube ich schon, dass es momentan wichtigere Themen gibt als etwas, das wir nicht beeinflussen können. Und das ist eben hier die Dramatik um Griechenland. Insgesamt, um das Ganze in einen größeren Kontext einzuordnen, sehen Sie hier unten die Zeitachse, dargestellt durch die Jahreszahlen, und hier auf der Hochachse sehen Sie die Renditeaufschläge oder auch sogenannte Risikoaufschläge, die unterschiedliche Länder der Eurozone als Aufschlag auf deutsche Bundesanleihen zahlen müssen, um sich am Kapitalmarkt zu verschulden. Und früher war es mal so, vor der Einführung des Euros, dass die Investoren am Kapitalmarkt sagten, naja, wir schauen uns das Land an, wir schauen uns die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit an, wir versuchen zu beurteilen, ob diese Leistungsfähigkeit groß genug ist, um den Zins- und Schuldendienste zu bedienen und auch die Schulden wirklich zurückzuzahlen, ob auch die Willigkeit gegeben ist, das zu tun. Und je nachdem wollen wir unterschiedliche Renditen, wenn wir eben diesem Land Geld leihen. Dann kam die Eurozone und wir hatten kurz gesagt, ein Zinssozialismus, also eine Währung, eine Bonität, und dieser Traum hat sich dann im Fortfolgenden der Finanzkrise, wie soll ich sagen, in Luft aufgelöst. Sie sehen das hier an diesen exorbitanten Aufschlägen, die verschiedene Länder zahlen mussten. Zum einen natürlich bedingt durch einen sehr aufgeblähten vielleicht Immobiliensektor, teilweise vielleicht auch einen durch aufgeblähten Bankensektor. Und als man dann entschieden hat, dass jedes Land für seine Banken selbst herhalten muss, dann waren die nationalen Haushalte natürlich überstresst. Die Schulden sind explodiert, die Notenbanken mussten einspringen. Und spätestens, als man sich dann dazu entschieden hat, zu vergessen, dass man irgendwann mal Verträge gemacht hat, dass quasi jeder für seine Schulden einsteht, da sieht man schon, die Risikoaufschläge kommen nach unten. Und es war wieder so, naja, so implizit eine Währung, eine Bonität, die Gemeinschaft wird es schon richten. Und immer wenn daran mal wieder Zweifel aufkommen, dann sehen Sie im Endeffekt, dass hier die sogenannten Risikoaufschläge wieder steigen. Aber man kann es so zusammenfassen, alte Probleme, neues Umfeld.
Die Bewegung in den letzten Monaten ist aus unserer Perspektive mehr als nur ein Sturm im Wasserglas. Wiederum sehen Sie an der Hochachse die Renditeaufschläge, die verschiedene Länder zu zahlen haben. Hier unten haben wir wieder die Betrachtung im Zeitablauf, nur diesmal eben bezogen auf die letzten 12 Monate. Und da sehen Sie schon, dass die Risikoaufschläge ein gutes Stück ansteigen. Tendenziell kann man sagen, je länger die Laufzeit, desto größer sind die Aufschläge tendenziell. Aber da sehen Sie schon, da ging es im Endeffekt doch ein gutes Stück wiederum nach oben. Natürlich momentan weit von den Leveln entfernt, die wir in der Hochphase der Euro-Schulden-Staatskrise hatten. Aber während den Anfängen und ein großer Kapitalmarktteilnehmer, der keine originären wirtschaftlichen Interessen verfolgt, der wird das Ganze mit Argwohn beobachten. Das ist nämlich unser aller Zentralbank, die EZB, also die Europäische Zentralbank, weil die wollen ja mit ihrem Anleiheaufkaufprogramm ganz bewusst die Renditen unten halten. Man möchte die Banken eben in die Kreditvergabe hineinpressen, weil man sich von einer Belebung der Kreditvergabe eben natürlich auch verspricht, dass die wirtschaftliche Aktivität hier wieder ins Laufen kommt. Dementsprechend, die aktuellen Bewegungen dürften der EZB überhaupt nicht gefallen, weil während die Notenbank hier ein spektakuläres Anleiheaufkaufprogramm bewerkstelligt und sogar noch sagt, dass sie nicht nur im Schnitt für einen gewissen Betrag kaufen möchte, sondern in den lauen Sommermonaten noch ein bisschen vorziehen wird, um einer geringeren Liquidität oder Nachfrage vorzubeugen, da ziehen doch die Renditen dreisterweise an. Also das sieht ja fast ein bisschen nach Marktwirtschaft aus. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen meine persönliche Meinung, die sieht wie folgt aus. Ich glaube, dass die Europäische Zentralbank sich zumindest verbal einbringen wird. Man wird versuchen zu intervenieren. Ob es Andeutungen darüber sind, dass man das Volumen des Anleiheaufkaufprogramms erhöhen wird, ob man gegebenenfalls noch die Verteilung der Beträge gegebenenfalls nach vorne ziehen wird oder dass man sich vielleicht auch offen hält, die Qualität der Papiere, die man ankauft, zu verbreitern und andere Wertpapiere ebenfalls anzukaufen. Also da steckt im Instrumentenkasten schon noch einiges drin. Und in der Vergangenheit hat das ja ausgereicht, wenn Mario Draghi sich hier verbal in Szene gesetzt hat, um die Märkte in die gewünschte Richtung zu legen. Also warten wir es mal ab, aber ganz klar, mehr als nur ein Sturm im Wasserglas, warten wir jetzt mal ab, was die Europäische Zentralbank daraus macht. Ein wichtiges Thema, das haben Sie alle in den Medien gelesen, brutal, deutsche Staatsanleihen mit 9% Verlust. So titeln doch viele Schlagzeilen und dann haben sie eine Aufstellung gefunden über die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen aus der Eurozone, natürlich auch Deutschland. Und was sie dort präsentiert bekommen haben, war genau eben diese Phase. Man hatte den Hochpunkt. Damals haben sie für deutsche Staatsanleihen 10-jähriger Laufzeit eine Rendite von 0,05% erhalten. Und Dann haben wir einen massiven Kursverfall gesehen. Die Renditen haben sich etwa verzwanzigfacht, also auf etwas über 1%, was im Umkehrschluss zu Kursverlusten bei diesen Papieren geführt hat, von roundabout, großzügig gerundet, 9%. Und das ging eben entsprechend durch die Medien. Ja, natürlich ist das de facto richtig, aber wir sollten uns natürlich auch klar machen, dass dieser Anstieg, dieser massive Kursanstieg natürlich auch künstlich bedingt war, dadurch, dass die Märkte nicht wussten, wie wirkt das Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank, was passiert genau. Also dieses Niveau meines Erachtens ein bisschen künstlich natürlich auch herbeigeführt. Und dann sehen wir natürlich hier, ja, vom Hoch zum Tief sind es knapp 9% Verlust. Aber wenn Sie mal die Betrachtung nehmen von Jahresanfang, was ja für die meisten Kapitalanleger eher doch ein kurzfristiger Zeitraum ist, weil sie ja eher längerfristig denken und nicht in Quartalen, dann sehen sie im Endeffekt nun ja, wenn sie am 1.1. in ihr Depot geschaut haben und sie haben im Tief mal reingeschaut, da waren sie bei rund 3,5% minus oder 3,75. Wenn sie jetzt heute reinschauen, dann sind sie noch bei minus 2%, also doch bedeutend weniger als diese dramatische Herleitung in den Medien. Und was möchte ich Ihnen damit sagen, dass wir häufig meines Erachtens Fakten so dargestellt bekommen, dass sie reißerisch sind, dass sie Schlagzeilen produzieren, da werden bewusst auch Zeiträume und Hoch- und Tiefpunkte so verknüpft,
dass sie natürlich zu einer schlagzeilenträchtigen Überschrift passen. Und meines Erachtens, das führt natürlich ein bisschen zu einer Verwirrung, gerade natürlich bei Personen, die sich oberflächlich mit den Kapitalmärkten beschäftigen. Und da sollten wir doch ein bisschen drauf achten und das auch als Anregung für die Medien, hier vielleicht dann doch mal zumindest einen größeren Kontext herzustellen, dann zumindest mal im Text oder auch hervorgehoben, um nicht hier einen Eindruck zu erwecken, der ein bisschen anders ist, als er sich vielleicht de facto darstellt. Insgesamt, auch das muss man ganz klar sagen, man liest ja viel, Milliardenverluste am Rentenmarkt, aber meine Damen und Herren, hier muss man natürlich sagen, wir hatten hier sehr, sehr künstliche Buchgewinne in dieser Phase und diese künstlichen Buchgewinne wurden jetzt eben wieder egalisiert. De facto, wer irgendwann mal eine Anleihe gekauft hat mit einer Rendite von 0,5% pro Jahr bis zur Fälligkeit und der die Anleihe auch bis dahin hält, der hatte zwischendurch einen Buchgewinn, der ist jetzt wieder gefallen, aber am Ende des Tages, wenn der deutsche Staat nicht pleite geht, dann bekommt er auch die 0,5% Rendite und das trifft, glaube ich, auch die Realität vieler Anleiheanleger wie Versicherungen, Pensionskassen, oder auch vielleicht private Anleger, die Anleihen genutzt haben für die Altersvorsorge, bedeutend besser als dieses kurzfristige Hin und Her, weil das verzerrt meines Erachtens ein bisschen auch hier die Realitäten. Nichtsdestotrotz, dieser Renditeanstieg nicht begrenzt auf Deutschland, auch nicht begrenzt auf die Eurozone, sondern Sie sehen, wir leben in einer vernetzten Welt, die Renditen in vielen, vielen Regionen und Währungsräumen auch entsprechend gestiegen. Das sehen Sie hier mal eine ganz ordentliche Auflistung von Ländern. Also insgesamt sind die Renditen nach oben gegangen und das würden wir erstmal positiv sehen als Anleger. Steigende Renditen heißt doch, okay, temporär einen gewissen Kursverfall, aber grundsätzlich kann ich frisches Geld mit der höheren Rendite anlegen. Das ist doch schließlich positiv. Also positiv für mich als Gläubiger, weil ich bin ja Anleger, negativ für mich als Schuldner, weil ich muss ja jetzt mehr zahlen. Aber das werden wir gleich nochmal in den Kontext setzen. Nichtsdestotrotz, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir ein Fazit ziehen sollten, dann sollten wir unseres Erachtens dringend zwischen den unterschiedlichen Währungsräumen unterscheiden. Heißt für die Eurozone, die Geldpolitik bleibt weiter expansiv. Auch eine Steigerung oder Veränderung des Anleihekaufprogramms halten wir für möglich, zumindest in der Verbalintervention. Die Probleme der Architektur des Währungsraums, die bleiben natürlich vorhanden, weil mit der Geldpolitik als solches lösen sie natürlich nichts. Und das politische Risiko aufgrund der verfehlten Wirtschaftspolitik ist natürlich weiterhin vorhanden. Da ändert es nichts, wenn Sie ein bisschen an den Zinsen oder der Kapital- bzw. Zinsstrukturkurve drehen. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin die Probleme, dass natürlich die Situation auf globaler Ebene heute nicht mit vor 20 Jahren vergleichbar war. Wir haben eben heute viele neue Personen, die ihre Arbeitskraft am globalen Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. In den aufstrebenden Schwellenländern zum Beispiel, die eben ihre Arbeitskraft zu günstigeren Preisen zur Verfügung stellen, als wir das hier in den etablierten Industrienationen oder eben auch der Eurozone tun und dementsprechend wandern natürlich auch Arbeitsplätze in einzelnen Bereichen natürlich in die günstigeren Länder ab und nun ja, was soll man dazu sagen, dementsprechend das Thema Wettbewerbsfähigkeit verändert sich natürlich und in der Eurozone hatten wir eben die Situation, dass dieser Anpassungsprozess an die globale Wirtschaft, an den stärkeren Wettbewerb stark abgefedert wurde durch die niedrigen Zinsen, durch die künstlichen Subventionen der Gemeinschaftswährung und diese Blase ist geplatzt und auf einmal sieht man, dass sich der Lebensstandard eher der ökonomischen Realität anpasst. Das ist extrem schmerzhaft, auch für breite Teile der Bevölkerung, natürlich nicht nachvollziehbar und das wird natürlich auch politische Auswirkungen haben, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich den harten wirtschaftlichen Faktoren stellt, muss man ganz klar sagen, man kommt an Reformen nicht vorbei und es ist natürlich auch Unsinn, die Peripherie der Eurozone mit Deutschland zu vergleichen oder mit anderen Ländern der Kernzone, sondern der Vergleich muss ja natürlich mit anderen Ländern stattfinden, wo man eben um die gleiche Art von Arbeit und Dienstleistungen konkurriert. Also, USA, konjunkturelle Delle des Winters scheint überwunden, Zinserhöhung im September, naja, vielleicht wird es auch später, aber es wird eine Zinserhöhung geben aus unserer Seite, minimale Trippelschritte, man wird ein bisschen was zeigen müssen, zum Thema Arbeitsmarkt habe ich Ihnen später noch was mitgebracht und insgesamt das neutrale Zinsniveau aktuell deutlich unter den historischen Werten und das ist natürlich schon ein massiver Einflussfaktor auf viele, viele Vermögenspreise, also von daher ganz klar, wenn man sich die Zinsstrukturkurven in der Eurozone und der USA anschaut, dann leben wir hier in unterschiedlichen Welten und das erklärt natürlich auch, warum der Dollar hier als Währung von vielen als attraktiver betrachtet wird.
Beim Thema Zinsen haben wir eigentlich gesehen, hey, die Zinsen steigen. Das ist ja auch das große Problem gewesen. Steigende Zinsen, fallende Kurse. Aber jetzt lesen Sie Realzinsen. Und wenn Sie mal die Realzinsen betrachten, dann sehen Sie, naja gut, die sind doch gar nicht gestiegen. Bei den Realzinsen geht es ja tendenziell eher seitwärts oder die knicken sogar nach unten ab. Hier oben sehen Sie die Rendite von Staatsanleihen zweijähriger Laufzeit, abzüglich der Inflation des jeweiligen Landes. Unten sehen wir das gleiche mal für eine fünfjährige Betrachtung. Und wir stellen fest, naja, von steigenden Zinsen ist da nichts zu sehen. Und was betrachten wir hier genau? Und wir betrachten eben hier den Realzins. Und das meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Bei langfristigen Anlageprozessen sollten wir ohnehin bereits differenziert haben zwischen real und nominal. Aber nun wird es auch in der kurzfristigen Betrachtung relevanter. Zunächst, der Realzins ist der Nominalzins, also den Zins, die Rendite, die Sie in der Tageszeitung, in der Presse, in den Börsentickern finden. Und wenn Sie den um die Inflation bereinigen, dann haben Sie den Realzins. Also Beispiel, Sie kriegen für eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe eine Rendite von 1%. Die Inflation in Deutschland liegt bei 0,7%, dann ist der Realzins 0,3%. Warum ist das wichtig? Seit der Finanzkrise und auch seit der Tatsache, dass wir Schulden als globales Problem identifiziert haben und eine unzählige Anzahl von Büchern, Beiträgen und Analysen zu dem Thema Schulden und den Auswirkungen von Schulden auf das zukünftige Wachstum und alle möglichen Wirtschaftsfaktoren geschrieben worden sind, haben wir so ein bisschen das Mantra oder das Leitmotiv, die Zinsen können nicht steigen, weil die Schulden hoch sind. Und bei hohen Schulden kann sich der Schuldner keine höheren Zinsen leisten, weil sonst wäre er ja pleite. Und dieser Zusammenhang ist, glaube ich, jedem klar. Überlegen Sie mal, Sie haben Ihre Hypothek aufs Häuschen mit 2%. Damit kommen Sie wunderbar zurecht. Aber wenn der Zins jetzt auf 10% steigen würde, dann wären Sie eben pleite. Also das dürfte eben nicht passieren, besonders bei der staatlichen Betrachtung natürlich, also bei Fokus auf die Staatsverschuldung. So, jetzt denken wir aber mal real. Und wir sehen, naja gut, solange der Nominalzins steigt, wenn auch die Inflation steigt, dann ändert sich der Realzins nicht. Das ist das, was Sie eben in diesen Darstellungen sehen. Und dieser Realzins ist natürlich wichtig, weil am Ende des Tages zeigt der Realzins, welche effektive wirtschaftliche Belastung der staatliche Schuldner zu tragen hat, beziehungsweise welcher effektiver Geldbetrag beim Gläubiger, also beim jemand, der eine Staatsanleihe besitzt, netto ankommt. Wenn wir jetzt mal großzügigerweise die Abgeltungssteuer in der Betrachtung außen vor lassen. Heißt aber natürlich auch, dass die nominalen Zinsen durchaus steigen können. Solange die Inflation nur mitsteigt, wird der Schuldner nicht stärker belastet. Also können die Zinsen durchaus steigen, ohne dass wir hier langfristige Probleme beim Schuldner haben. Und das meines Erachtens ein Kontext, den Sie im Kopf haben sollten, wenn wir über das Thema Zinsen sprechen, weil die Differenzierung ist ja durchaus wichtig, weil wenn sich alle Welt so positioniert, als ob die Zinsen nicht steigen können, aber man irgendwie implizit eigentlich die nominalen Zinsen meint, aber die doch steigen können, dann hat das natürlich zur Folge, dass wir am Kapitalmarkt ordentliche Bewegungen bekommen und das sollten wir natürlich hier auch mal einkalkulieren. Nichtsdestotrotz, in der langfristigen Perspektive, auch wenn es für den Sparer eine schlechte Botschaft ist, zum Glück steigen die Realzinsen nicht, weil die Schuldner können sich keine steigenden Realzinsen leisten und wenn sie sich die nicht leisten können, dann reden wir irgendwann über die Neustrukturierung von Schulden und die Neustrukturierung von Schulden bedeutet ja nichts anderes als die Neustrukturierung von Vermögen, was im Endeffekt heißt, ein Teil des Vermögens ist dann weg. Also, eine ganz wichtige Unterscheidung, eben diese Differenzierung hier. Das Thema Inflation habe ich Ihnen natürlich auch mitgebracht. Hier sehen Sie die Inflationserwartungen, die am Markt für verschiedene Laufzeiten und die großen Währungsräume Eurozone, USA und Großbritannien gehandelt werden. Sie sehen es hier, diese extrem niedrige Inflationserwartung, die am Markt eingepreist war. Interessanterweise war die Europäische Zentralbank vorher noch ein bisschen positiver, hat dann im Laufe der Zeit ihre Inflationserwartungen den Inflationserwartungen des Marktes angepasst. Und jetzt kann man sich auf die Schulter klopfen und sagt, naja, die Maßnahmen der EZB haben ja funktioniert. Wir haben die Eurozone vor der deflationären Depression aller Japan gerettet. Nun ja,
Das kann man drehen und wenden, wie man will. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wo denn die Inflationsrate lag, wenn man mal zwischen Kerninflationsrate und allgemeiner Inflationsrate differenziert. Aber das wird was für die Statistiker im Nachhinein sein. De facto sieht es momentan so aus, dass die Inflationserwartungen sich stabilisiert haben und entsprechend ansteigen. Und dass aber gleichzeitig die Inflationsrate auch in der Erwartung noch ein gutes Stück unterhalb der Zielgröße der Europäischen Zentralbank liegt. Das sind nämlich rund 2%. Vorgelagert zu den Konsumentenpreisen, das ist das, was Sie in den offiziellen Inflationsstatistiken finden, gibt es natürlich die Produzentenpreise. Also hier mal für die großen vier das abgebildet, also in grün die Eurozone, in orange Japan, in diesem komischen braun Großbritannien, in blau die USA. Und da sehen Sie im Endeffekt, hier haben wir die Nulllinie und wir sehen, hey, die Linien bewegen sich ja nach oben, also weniger Deflation. Aber wie gesagt, Sie sehen es hier oben, das ist die Veränderung in Prozent zum Vorjahresmonat. Das heißt, wir sind immer noch unter der Nulllinie. Das heißt, wir haben zwar ein bisschen Bewegung nach oben hin, aber nichtsdestotrotz ist die Veränderungsrate immer noch negativ. Und dementsprechend sollte man sich das auch mal betrachten. Also bezogen auf die Produzentenpreise, die fallen immer noch, nur eben weniger stark als vorher. Und man wird sich dann die Frage stellen müssen, inwieweit sich diese am Markt gehandelten Inflationserwartungen denn dann wirklich in echten Inflationsraten zeigen. Wahrscheinlich wird es sehr unterschiedlich für die unterschiedlichen Länder sein und in der Erwartung müssten wir eigentlich in Deutschland höhere Inflationsraten sehen als eben in anderen Ländern der Eurozone, weil natürlich dieser Zins auch für die Leistungsfähigkeit und die wirtschaftliche Situation in Deutschland viel, viel zu niedrig ist und die Auswirkungen sehen wir ja zum Beispiel eben auch an den nationalen Immobilienmärkten. Also, summa summarum, für den Anleger hat sich nichts geändert. Sie sehen es hier im monatlichen Ypos-Inflationscheck dargestellt. Was zeigt Ihnen diese Grafik? Nun ja, hier neben haben Sie jeweils die Rendite in Prozent und dann haben wir die relevanten Vermögensklassen mal aufsummiert. Und Sie sehen hier zum Beispiel Unternehmensanleihen Eurozone. Da gibt es einen Index, so wie den DAX für den deutschen Aktienmarkt, gibt es auch einen Index für diese Unternehmensanleihen. Und da sehen Sie, okay, die Rendite liegt bei 1,17% auf der Indexebene. Und diese Rendite, die haben wir bereits reduziert um Abgeltung, Steuern, Solidaritätszuschlag. Und dann sehen Sie, naja gut, da ist noch ein bisschen Luft zur Inflationsrate. Die liegt nämlich in Deutschland nach offizieller Lesart für den Mai bei 0,7%. Übrigens, vor 3-4 Monaten waren wir noch bei 0,1%. Also Sie sehen es hier, die Inflationsrate hat sich versiebenfacht. Das wäre doch mal eine Schlagzeile für die Medien, oder? Inflationsrate versiebenfacht sich in Deutschland. Ja, Spaß beiseite, Sie wissen ja, wie Sie es einzuordnen haben. Aber ganz klar, wo will ich drauf raus? Wenn Sie sehen, dass die Rendite für deutsche Staatsanleihen Anfang des Jahres bei 0,3 lag und die Inflation lag bei 0,1, dann haben wir was als Realzins? 0,2. Wenn jetzt die Rendite der Staatsanleihe bei 0,9 liegt und die Inflationsrate liegt bei 0,7, haben wir was? Auch 0,2. Deswegen, also, für den Anleger, für den langfristigen Anleger hat sich eigentlich nicht wesentlich was verändert. Wir haben weiterhin natürlich noch diesen massiven Anlagenotstand im zinsorientierten Bereich. Daher viele sagen, trifft mich nicht, ich agiere nicht an der Börse, was interessieren mich Anleihen und Bundfuture und dieser ganze Börsenhokuspokus. Hier mal ein Beispiel aus der Praxis, das ist ein Fall, bei dem uns zwei Geschäftsführer einer GmbH ein Angebot ihrer Bank respektive der Versicherungsabteilung ihrer Bank hingelegt haben und ich will sie da jetzt nicht zum Spezialisten für betriebliche Altersversorgung ausbilden, nur schauen Sie sich mal diese Zahlen an. Also, Laufzeit dieses Versicherungsvertrages 18,5 Jahre, dann sind unsere beiden Geschäftsführer 67 Jahre alt. Die Jungs sollen 1000 Euro pro Monat einzahlen, das hat dann gewisse steuerliche Auswirkungen, die lassen wir mal komplett beiseite. So, und dann sagt die Versicherung, okay, wir garantieren euch mit 67 210.400 Euro an Auszahlung und mit Überschüssen, die sind abhängig vom Zinsniveau. Auf aktueller Basis kalkulieren wir 262.000 Euro. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen, weil die Überschüsse haben meines Erachtens eher Luft nach unten als nach oben. Aber wir nehmen die Zahlen mal als Gott gegeben hin. 210.000 garantiert, 262.000 stellt man in Aussicht, wenn es so bleibt. Und das ist ja nicht garantiert, das hat der Anbieter auch hier schön hier ausgewiesen. Nichtsdestotrotz, wir steigen ganz tief in die Finanzmathematik ein. Wir nutzen was?
Genau, die vier Grundrechenarten. Also Laufzeit dieser Sparanlage 18,5 Jahre. Jedes Jahr hat 12 Monate. Also zahlt unser Anleger 18,5 Jahre monatlich, 12 Mal im Jahr, 1.000 Euro ein. Ergibt eine Summe von 222.000 Euro. Jetzt sagen Sie, Moment, 222.000 Euro, aber garantiert werden nur 210.000 Euro. Was ist mit dem Rest? Ja, der Rest ist nicht weg, sondern es hat ihn nur jemand anders. Ist natürlich auch klar, Sie haben hier Dienstleistungen, die bezahlt werden müssen, aber wir sehen einfach, dass der Zins, der früher viele Themen überdeckt hat, momentan nicht mehr ausreicht. Und das war doch ein Punkt, der natürlich massive Auswirkungen hat. Und wenn man nun sagt, naja, wie ist denn eigentlich diese Rendite, wenn man sagt, vielleicht kommen ja doch diese 260.000 Euro raus, also diese nicht garantierten Überschüsse, dann entspricht es einer Verzinsung von 1,75%. Ohne Einbeziehung der steuerlichen Aspekte, die können das Ganze positiv nach oben schieben, aber natürlich auch ohne Berücksichtigung der Inflation, die das Ganze wiederum reduzieren würde. Also wir sehen ganz deutlich erhebliche Probleme und dafür braucht man kein Versicherungsmathematiker sein, da langt die Grundrechenarten. Jetzt sagen viele, naja, wir machen ja fondsgebundene Versicherungen. Aber in vielen Varianten der Versicherungswirtschaft, besonders der steuerlich geförderten Altersvorsorge, sagt man, wenn du Steuervorteile willst oder vermeintliche Steuervorteile, weil häufig ist es ja doch nur eine Steuerstundung, dann müssen wir eine Garantie abgeben. Und das sieht dann so aus. Wenn Sie heute sagen, naja, ich kann das Geld zu einem Zins von 2,5% anlegen, und muss 222.000 Euro erreichen in 18,5 Jahren, dann heißt das, Sie müssen monatlich 787 Euro anlegen zu einem Zins von 2,5%, um die 222.000 Euro zu erreichen. Heißt, 78% des Beitrages werden benötigt, um die Garantie darzustellen. Das heißt, von den 1.000 Euro gehen lediglich 220 Euro nicht in die Garantiekomponente. Und dann muss man sich ja mal fragen, was sollen denn die verbleibenden 22% da an Rendite generieren, um das Ganze hier auf ein auskömmliches Ertragsniveau zu heben. Also ganz, ganz massive Probleme. Was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, dass diese Thematik, die wir auch gerade besprochen haben, niedrige Zinsen, Renditen und was damit zusammenhängt und auch die Thema Inflationserwartung, nicht nur auf Börsianer beschränkt ist, sondern jeden von uns trifft. Als Anleger, als Sparer, als Versicherter im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung, also in ganz, ganz vielen Segmenten. Man muss es immer individuell betrachten, weil teilweise sind natürlich auch noch steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte relevant, aber Sie sehen schon mal, welche massiven Auswirkungen diese für viele doch abstrakte Situation hier in der täglichen, im täglichen Leben hat. Also, meine Schlussfolgerung: zinsbasierte Altersvorsorge mit großen Problemen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das seit mittlerweile ja rund 7 Jahren entsprechend herleite und vor allem auch die notwendige Kapitalgarantie, die in einigen Varianten vorgegeben ist, die kann den Effekt der Steuerverschiebung auffressen und sogar ins Negative verkehren. Das heißt, bei gleichen Kapitalmarktannahmen, also so Rendite von Anleihen und Aktien, habe ich in unterschiedlichen Vehikeln, je nachdem, ob eine Garantie notwendig ist oder nicht, sehr stark unterschiedliche Ergebnisse, weil eben hier die Garantie sehr, sehr große Beitragsbestandteile schluckt. Und für die Arbeitgeber unter Ihnen als Denkanstoß, Sie müssen ja Ihre Arbeitnehmer aufklären über das Recht auf Entgeltumwandlung, müssen ja auch einen gewissen Durchführungsweg zur Verfügung stellen. Vielleicht ist auch eine Alternative, hier eben diese Aufklärung durchzuführen, das entsprechend zu dokumentieren für die Personalakte, aber auch gleichzeitig auf die Problematik im Zinsbereich hinzuweisen und vielleicht andere Alternativen außerhalb der betrieblichen Altersvorsorge aufzuzeigen. Ansonsten, das, was Sie momentan in den Medien lesen zu Anpassungen bei vorgebundenen Riester-Policen oder Riester-Sparplänen der großen Fondsgesellschaften, das trifft natürlich auch andere Verpackungen, weil Sie wissen, wenn Sie unterscheiden zwischen dem Inhalt, das sind die Vermögensklassen, Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien, Edelmetalle, das sind die Träger von Rendite und Risiko, die entscheiden über das Verhalten bei Inflation und Deflation und die Verpackung, die ist dann relevant für die steuerliche Handhabung, für den rechtlichen Status, für die Frage, ob sie mittelbare oder unmittelbare Eigentümer der Vermögenswerte sind. Aber ganz klar natürlich die Vermögensklassen, die drin sind, die sind entscheidend und da kaufen natürlich alle am gleichen Markt ein. Grundsätzlich diese Problematik mit der Garantie, die können Sie natürlich auch auf andere Bereiche anwenden, ob das Zertifikate sind oder Garantiefonds. Die Problematik ist überall die gleiche, aber auch das,
bitte Sie zu beherzigen. Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. Das soll jetzt nur mal ein Denkanstoß sein und soll Ihnen vor allem klar machen, dass dieses Thema niedrige Zinsen wirklich in jeden Lebensbereich ausstrahlt, von der Altersvorsorge über die Rücklagen der privaten Krankenversicherung und ganz, ganz viele weitere Aspekte mehr. Aber zurück zum Kapitalmarkt nach diesem kleinen Exkurs. Warum wir durchaus glauben, dass die Zinsen steigen können? Nun ja, Sie sehen es hier oben, Zahl der offenen Stellen in den USA, die steigt. Ja, der Arbeitsmarkt ist, hat natürlich das Thema, die Personen, die hervorragend ausgebildet sind, die können sich den Job aussuchen. Personen mit schwächerer Ausbildung haben das Problem, dass sie keinen Job bekommen. Also auch hier eine Welt der zwei Geschwindigkeiten, wenn man das so bezeichnen möchte. Auf der anderen Seite auch die vielgescholtene Participation Rate, die hat sich stabilisiert, vielleicht sogar ein kleiner Knick hier nach oben. Also vielleicht strömen sogar wieder Leute, die eigentlich das Thema Arbeiten abgehakt haben, wieder in den Arbeitsmarkt zurück. Aber insgesamt, wenn wir es mal betrachten, hier nochmal die Arbeitslosenrate in der offiziellen Betrachtung. Sie wissen alle, wie man offizielle Statistiken zu nehmen hat. Nichtsdestotrotz sehen wir doch, naja, man hätte durchaus das Potenzial für so einen Mini-Zinsschritt. Und dementsprechend, Sie werden es vielleicht auch gelesen haben, dass Jeb Bush ja jetzt auch für das Präsidentenamt in den USA kandidieren möchte. Er möchte 4% Wachstum generieren und 19 Millionen neue Jobs schaffen. Und da muss man sich ja die Frage stellen, naja, also wenn wir in den USA, ich weiß nicht, in der Spitze vielleicht 400 Millionen Einwohner haben, wenn man mal die ganzen Nicht-Registrierten mitzählt und wir haben momentan eine Arbeitslosenquote von 5,5%, dann wären ja 19 Millionen Jobs quasi sowas wie eine Vollbeschäftigung. Also vielleicht plant er ja auch, die Arbeitslosen aus der Eurozone nach in die USA zu exportieren oder beziehungsweise zu importieren. Aber Spaß beiseite, also doch mal interessant, wenn man mal solche Wahlkampfthemen mal mit den realen Zahlen vergleicht. Nichtsdestotrotz, von der Arbeitsmarktseite könnte sich Amerika einen Zinsschritt leisten. Was dagegen spricht, ist natürlich die Thematik. Der Dollar hat natürlich an Stärke gewonnen. Das liest man natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung der amerikanischen Unternehmen ab. Die haben dementsprechend natürlich Wettbewerbsprobleme im Export. Aber wie gesagt, unsere Meinung ist, es wird kleine Trippelschritte geben. Aber das ändert nicht wirklich was am Kapitalmarktniveau. Das ist immer noch sehr, sehr niedrig und bei weitem natürlich zu niedrig, um mit der Anleihen seine Versorgungsverpflichtung erfüllen zu können, wie sie beispielsweise Pensionskassen, Pensionsfonds oder Versicherer abgegeben haben. Dementsprechend auch der Blick auf die Risikoprämien. Sie wissen, wir schauen gerne auf die Risikoprämien, hier mal dargestellt für den S&P 500, also einen marktbreiten Aktienindex für die USA. Die Gewinnrendite, das ist das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und im Ergebnis ist eigentlich der untere Chart meines Erachtens doch durchaus relevant. Der zeigt nämlich die Risikoprämie für den Aktienmarkt an. Und da muss man momentan sagen, da sind wir auf einem Niveau angekommen, was derart niedrig ist, dass es den Aktienmarkt anfällig macht für Zinssteigerung respektive Renditesteigerung. Und selbst wenn es nur nochmal ein halbes oder ein Dreiviertel Prozent ist, also da kann man Dreiviertel Prozent Zinssteigerung ruckzuck 10% Korrektur am Aktienmarkt ausmachen. Das mögen die langfristigen Sachwertfans nicht gerne hören, aber es ist ja immer auch eine Betrachtungsfrage. Grundsätzlich haben wir natürlich den Sachverhalt, dass wenn die sogenannte sichere Anleihe in der Verzinsung steigt, dass die schwankungsreichere Alternative, eben der Aktienmarkt, natürlich an Attraktivität verliert. Und das würde natürlich auch mal wieder gut passen, wenn man nach einigen Jahren des Kursanstieges mal entsprechend wieder Rückgänge am globalen Leitmarkt, eben den USA, hier sehen würde. Deswegen aus unserer Perspektive, ja, amerikanische Aktien momentan halten, aber man muss jetzt nicht einfach blind zukaufen, vor allem nicht über den Index, wenn dann schon ein bisschen gezielter über die Aktienauswahl oder über verschiedene Investmentstile. Dann auch mal der Vergleich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses als Kennzahl im langfristigen Vergleich. Sie sehen es in grün für den DAX, Sie sehen es in orange für den S&P 500 und die durchgestrichene Linie ist jeweils das aktuelle Verhältnis, das gestrichelte ist jeweils der Durchschnitt seit den 70er Jahren und da sehen wir, was wir sehen müssen. Naja, der deutsche Aktienmarkt ist wieder günstiger geworden. Ist natürlich klar, warum? Naja, die Unternehmensgewinne werden sich wahrscheinlich nicht so großartig verändert haben die letzten Wochen, weil Griechenland ist, glaube ich, kein Gamechanger für die Unternehmensgewinne der deutschen Unternehmen. Dementsprechend, wenn man davon ausgeht, dass die Gewinne sich nicht riesig verändern, aber die Kurse sind jetzt günstiger geworden, dann bekomme ich eben einen
den gleichen erwarteten Ertrag, momentan für weniger Einstieg, also ist hier die Relation günstiger geworden und Sie sehen es auch im Verhältnis zum historischen Durchschnitt. Der historische Durchschnitt für den deutschen Aktienmarkt 14,7. Vielleicht ein bisschen verzerrt natürlich auch durch das Hoch natürlich, was wir mal hatten bei der Internetblase. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal den langfristigen Durchschnitt nehmen, muss man sagen, im Verhältnis zum Zinsniveau. Die Kursgewinnfeld ist momentan weder ein besonderer Indikator, die Aktienquote überdurchschnittlich nach oben zu fahren, noch um sie extrem zu reduzieren. Deswegen unseres Erachtens gehört die Aktienquote momentan auf das Niveau, was der strategischen Quote entspricht. Und wer das Ganze taktisch ein bisschen steuern möchte, der kann sich ja überlegen, ob er temporär mal Absicherung fährt. Aber da muss man sich natürlich auch klar machen, dass diese temporären Absicherungen zwar emotional das Leben einfacher machen, aber natürlich langfristig auch einen Teil der Aktienmarktrisikoprämie wieder kompensieren. Aber es gibt eben nichts umsonst. Das ist wie beim Abnehmen. Abnehmen ist ja grundsätzlich kein Problem. Sie müssen einfach nur weniger essen. Made in China, auch das wollten wir Ihnen nochmal zeigen. Der chinesische Aktienmarkt, also auch die Chinesen können Aktienmarkt-Euphorie. Wenn Sie mal Bilder in den Medien sehen, da sitzt der Obstverkäufer hinter seiner Holzschachtel und hat im Endeffekt ein kleines Notebook offen und da sehen Sie nur Charts im Hintergrund. Also das Thema, Aktienmarkt-Hoss, Aktienmarkt-Wahnsinn sehen wir hier im Festland China doch in einer sehr imposanten, muss man ja sagen, Aufwärtsbewegung. Die wird natürlich irgendwann enden. Wann, das kann Ihnen niemand verlässlich sagen, aber ich glaube, dann wird es bitter werden. Aber letztendlich muss natürlich auch jede Bevölkerung irgendwie mal ihre Aktienkultur tendenziell erlernen. Wir Deutschen haben das ja mit der Telekom-Aktie und dem Internet-Hype mal mitgemacht und das bleibt zu hoffen, dass dieses Platzen dieser extrem starken Bewegung die langfristige Aktienkultur in China nicht so stark schädigt, wie das, was wir in Deutschland gesehen haben. Weil in Deutschland haben wir eine sehr, sehr schwache Aktienkultur und wir überlassen ja unsere Unternehmen lieber den Ausländern, was die Eigentümerstruktur betrifft. Wenn wir auf die strategische Perspektive gehen, dann sehen Sie das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis für verschiedene Vermögensklassen. Was ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt an, dass wie vielfache eines Jahresertrages Sie bezahlen müssen, um den Vermögenswert zu erwerben, der diesen Zahlungsstrom produziert. Also Beispiel, der Zahlungsstrom sind 4 Euro pro Jahr und Sie müssen 100 Euro bezahlen, um diesen Vermögenswert zu erwerben. Dann ist ja 100 das 25-fache von 4, also haben Sie ein Kursgewinnverhältnis von 25, weil Sie bezahlen das 25-fache des Jahresertrages, um diesen Vermögenswert zu erwerben. Und dementsprechend sehen Sie in dieser Darstellung, hier an der Hochachse zu sehen, dass wie vielfache eines Jahresertrages bezahle ich denn, um Vermögenswerte zu erwerben. Und Sie wissen, wir haben das auch noch im relativen Vergleich, wo wir Vermögensklassen in den Kontext setzen. Aber hier jetzt mal die einfachere Darstellung, wo wir es uns einfach mal im Zeitablauf anschauen. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel, okay, Kursgewinnverhältnis für deutsche Staatsanleihen rund 121. Also das heißt, wenn ich eine Rendite momentan bei der Bundesanleihe von 0,8% pro Jahr habe, dann brauche ich 121 Jahre mit 0,8% Rendite, um quasi meinen Einstandspreis rauszuhaben. Selbstverständlich, auch das muss klar sein, dass natürlich hat jede dieser Vermögensklassen unterschiedliche Rendite-Risikoprofile. Das müsste man natürlich nochmal risikobereinigt betrachten, weil natürlich eine deutsche Staatsanleihe bedeutend stabileren Cashflow hat als die Dividenden im DAX 30. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt ja einfach im Zeitablauf Firmen, die sich verändert. Wo gibt es Extreme? Wo kann man vielleicht von Fehlallokationen oder Fehlentwicklungen sprechen? Und dort, wo wir die größten Fehlentwicklungen gesehen haben, das war natürlich der zinsnahe Bereich und Sie sehen es ja hier bei den deutschen Staatsanleihen, da ging es stark hoch, aber auch jetzt wieder runter. Die Unternehmensanleihen hat es im Endeffekt, hat es dementsprechend natürlich auch getroffen, ist der nächste Bereich und dementsprechend, wie gesagt, die zinsnahen Titel am stärksten getroffen und wie gesagt, zum Beispiel ein Aspekt wie die Hochzinsanleihen, wo ja ordentlich Risiko vom Aktienmarkt mit drinsteckt, obwohl es vom Namen her Anleihen sind, die haben sich da relativ gesehen ein bisschen stabiler gehalten, wenn man das Kursgewinnverhältnis betrachtet.
Warum ist sowas wichtig? Das hilft Ihnen natürlich nichts, wenn Sie heute darüber philosophieren, ob Sie nochmal in den DAX investieren oder ob Sie lieber den Euro-Stocks kaufen, sondern es hilft Ihnen in der langfristigen strategischen Perspektive, wenn Sie über Ihre eigene Finanzplanung, Ruhestandsplanung oder wirklich die professionellere Herleitung einer Anlagestrategie nachdenken. Dann geht es ja darum, welche Erträge will ich erzielen, welche Erträge möchte ich erzielen, wie sind Bewertungen heute, weil aus den Bewertungen kann man natürlich auch gewisse Rückschlüsse auf die zukünftige Renditeerwartung erzielen, um hier dann letztendlich auch aus diesen notwendigen Vermögensklassen dann auch konkrete Instrumente ableiten zu können. Wichtiges Thema, Diversifikation, das ist das Fachchinesisch für Risikostreuung. Meiner Meinung nach Risikostreuung aktuell ein sehr seltenes Gut, weil, das habe ich Ihnen in drei verschiedenen Aspekten begründet. Zum einen haben wir Risikostreuung über verschiedene Vermögensklassen, also ein bisschen Aktien, ein bisschen Anleihen. Typischerweise, ganz vereinfacht gesprochen, ohne auf dem Zeitstrahl dann natürlich passend zu sein, grundsätzlich laufen die Aktien natürlich gut, wenn die Konjunktur gut läuft, weil dann machen die Unternehmen vernünftig Gewinne. Und wenn es der Konjunktur absehbar schlechter geht, dann laufen die Anleihen eben besser. Und so ist man in den letzten Jahrzehnten mit einer Mischung von Aktien und Anleihen immer ganz gut gefahren. Und wenn sie es dann noch geschafft haben, in zurückgehenden Aktienmärkten die gut gelaufenen Anleihen zu verkaufen und dafür günstigere Aktien zu kaufen, ein sogenanntes Rebalancing, dann haben sie ganz, ganz tolle Renditen erzielt. Aber die traurige Botschaft ist, die sind natürlich nicht wiederholbar, geht schon mathematisch nicht, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Zinsen im Anleihebereich natürlich viel niedriger sind als im Durchschnitt der letzten 35 Jahre. Also, wir haben hier gesehen, Aktien und Anleihen sind zusammen gestiegen und wenn sie zusammen steigen aufgrund des Anlagenotstandes, dann können sie natürlich auch zusammen fallen. Und das sehen Sie hier mal auf dieser Grafik dargestellt. Die misst im Endeffekt die Korrelation, also wenn Sie wollen, den mathematischen Zusammenhang zwischen den Renditen der Aktien- und Anleihemärkte der großen Industrienationen, also namentlich US-Märkte, Großbritannien, Japan und Europa, und da sehen Sie im Endeffekt, oh wow, diese Korrelationen gehen ein gutes Stück nach oben, und ohne Sie zum Finanzanalysten ausbilden zu wollen, und ja, wir haben noch Restriktionen zu berücksichtigen, aber steigende Korrelation heißt geringere Risikostreuung, und geringere Risikostreuung heißt nichts anderes, als wenn Sie heute 50% Aktien und 50% Renten im Portfolio haben, und Sie hatten vor 5 Jahren genau die gleiche Zusammenstellung von Aktien und Renten, dann würde der Blick auf die Korrelationen Ihnen sagen, hey, das Risiko ist einfach größer als damals. Also weniger Risikostreuung durch die Verteilung auf Aktien und Renten. Wir haben das die letzten 3-4 Monate ja auch immer gepredigt in der Ypos Markets oder auch im Kapitalmarktdialog war es ja ein großes Thema und meines Erachtens die letzten Monate oder die jüngsten Entwicklungen haben da einen schönen Vorgeschmack drauf gegeben, was in Portfolios passiert, wenn sowohl die Aktien fallen, als auch die Anleihen fallen in diesem Umfeld steigender Renditen. Und da verweise ich nochmal auch auf die Herleitung mit diesem Thema Nominalzins und auch Realzins, weil nominale Zinsanstiege würden, glaube ich, schon dazu führen, dass alle Vermögensmärkte getroffen sind und auch die illiquiden Ausweichmärkte. Also tendenziell natürlich die Immobilien, also die vermieteten Immobilien oder auch die Infrastrukturthemen, die würden wahrscheinlich darunter leiden. Also halten wir mal fest, Punkt 1, weniger Risikostreuung durch die Verteilung des Kapitals auf die Aktien- und die Anleihenmärkte. Und Sie haben es ja auch vorhin schon mal gesehen, Sie haben global in Staatsanleihen investiert, aber wenn die Renditen überall steigen, dann verlieren Sie überall, wenn wir mal den Währungseffekt ausblenden. Also, da haben wir schon mal weniger Risikostreuung. Dann, wenn Sie dann sagen, naja, ich investiere nicht nur in einen Sektor oder in einzelne Wertpapiere, sondern breiter gestreut auf verschiedene Sektoren zum Beispiel, da müssen wir leider auch feststellen, dass der Gleichlauf der einzelnen Sektoren tendenziell zunimmt, dass der Gleichlauf von Aktien innerhalb eines Sektors tendenziell auch ein bisschen stärker zunimmt. Das gilt besonders natürlich für die populären zinsnahen und defensiven Faktoren. Also da sehen wir einen stärkeren Gleichlauf und besonders deutlich sehen wir das bei den marktkapitalisierungsgewichteten Indizes. Da ist der Sachverhalt wie folgt, je teurer eine Aktie wird, desto stärker ist sie im Index gewichtet. Und Sie sehen hier mal eine Art der mathematischen Darstellung, nehmen Sie einfach mal die absoluten Zahlen. Wir nehmen jetzt mal den MSCI World als globalen Aktienmarkt. Und dann sehen Sie hier, das ist das Maß der Risikostreuung, das der Index bietet im aktuellen Umfeld. Das ist das Maß der Risikostreuung, was in diesem Aktienmarkt eigentlich möglich wäre. Das heißt, momentan wird
durch die Indexkonstruktion und die Zusammensetzung der konkreten Titel nur 26%, also ein Viertel der möglichen Risikostreuung, genutzt. Und Sie sehen schon, das variiert sehr, sehr stark von Markt zu Markt. Sie sehen es in Großbritannien, ist der Wert bedeutend besser, also da ist die Risikostreuung besser und typischerweise geben sich diese unterschiedlichen Werte eben aufgrund unterschiedlicher Branchenzusammensetzungen in den Indizes. Und das heißt also auch hier, wenn Sie eben den MSCI World betrachten, dann haben Sie immer noch den gleichen MSCI World in der Namensgebung wie vor 2, vor 3 oder vor 10 Jahren. Aber es kann durchaus sein, dass die Risikostreuung in diesem Index momentan viel niedriger ist, als es vor einigen Jahren der Fall war. Und das hat natürlich eine Steigerung des Risikos zur Folge. Grundsätzlich gilt das natürlich auch für Anleihenindizes. Wenn Sie Anleihenindizes betrachten, dann stellen Sie fest, da hat sich am Namen und der Begrifflichkeit nichts geändert, aber trotzdem ist es so, dass Sie aufgrund der Konstruktionsweise haben Sie heute tendenziell längere Restlaufzeiten als vor wenigen Jahren, Sie haben niedrigere Renditen und Sie haben schlechtere Bonitäten. Also sprich, die Zusammensetzung dieses Index hat dazu geführt, dass er eigentlich unattraktiver wird. Aber das können Sie dem Index nicht ansehen. Das stellen Sie erst fest, wenn Sie in die Analyse gehen. Und solange am Kapitalmarkt nichts passiert, wie in den letzten 5, 6 Jahren, ist das alles kein Problem. Aber wenn es holpriger wird, dann wird das Thema Risikostreuung wieder wichtiger. Also, wir halten fest, Haken 1, weniger Risikostreuung durch die Verteilung auf verschiedene Vermögensklassen, weniger Risikostreuung in einzelnen Sektoren oder auch Indizes. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, in diese verschiedenen Vermögensklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, Edelmetalle natürlich mittels unterschiedlicher Managementstile zu investieren, also entweder aktiv mit gewissen Strategien oder passiv, weil sie den Markt abbilden oder Vermögensklassen, also ein ganz, ganz bunter Instrumentenkasten, aber wie gesagt, meiner persönlichen Meinung nach haben wir momentan auch sehr häufig einen Fokus drauf auf Stile, die in den letzten Jahren gut gelaufen sind, die aktienähnliche Renditen versprechen, aber mit geringerer Volatilität. Das nennt man dann Quality oder Low Volatility, so das Fachchinesisch. Aber insgesamt sollen das einfach defensivere Aktieninvestment sein. Und meines Erachtens haben wir momentan das Problem, dass wir ja einen Herdentrieb nicht nur bei der Investition oder dem Fokus auf verschiedene Vermögensklassen haben. Also zum Beispiel alle wollen gerade Aktien oder Anleihen oder Immobilien, also ein Hype in der Vermögensklasse, sondern wir können natürlich auch einen Hype und damit ein sehr starkes Herdenverhalten haben bei der Art und Weise, wie wir in diese jeweilige Vermögensklasse investieren. Und dementsprechend, meines Erachtens, hier die Gefahr, dass wir mit dieser Vereinfachung zu wenig Risikostreuung erhalten, und zwar auch zu wenig gerade in einem Moment, wo wir sie brauchen könnten, aufgrund der Situation und der Probleme, die wir haben, und dass vor allem auch die aktuell beliebten Risikoprämien, also diese defensiven Themen, momentan zu teuer sind. Das heißt, ich bezahle momentan diese Risikoprämie einfach zu hoch und das hat natürlich dann Auswirkungen. Also wie gesagt, 3 Aspekte der Risikostreuung und bei allen 3 haben wir meines Erachtens momentan durchaus Themen, die wir uns anschauen sollten und das sollten wir meines Erachtens relativ zeitnah tun. Dann, wie sind wir momentan positioniert? Update zum IAM Ypos Strategiefonds. Sie wissen, dass ursprünglich mal als eher starres Dachfondskonzept aufgesetzt, dann seit 2,5 Jahren ersetzt es im Endeffekt oder ist es der Proxy für die Marktmeinung, also ohne auf den Anleger Fokus nehmen zu nehmen, weil es ja eben hier auch als Investmentfonds verpackt ist. Und Sie sehen es aktuell, die Aktienquote runter 76%. Globale Rentenquote 25%, 20% Kasse, 5,65 Edelmetalle, bisschen was Absicherung, das ist eine ein Eurex-Put auf den DAX. Und wenn Sie das aufaddieren, stellen Sie fest, hey, wir sind über 100%. Der Grund ist ganz simpel. Ich habe Ihnen die aktuellen Grafiken aus dem Portfolio-Management ausgeschnitten. Und da wir in dieser Korrektur, die wir hatten, die Aktienquote erhöht haben und das über den Terminmarkt, liegt die Investitionsquote eben momentan leicht über 100%. Das liegt eben in den Terminmarktinstrumenten begründet. Auch das Thema Währungsstreuung, Sie sehen es hier, wir haben die, sehen Sie, 41% Dollar, hier sehen Sie aber im Endeffekt Dollar doch wieder rausgenommen, also insgesamt das Thema Euro-Dollar momentan ziemlich neutralisiert. Unsere Meinung ist hier, dass das momentan das einfache Geld verdient ist. Wir haben noch gewisse Fremdwährungspositionen im britischen Pfund, im Australdollar, in der norwegischen Krone, aber grundsätzlich wollten wir nicht zu viele Flanken offen halten, deswegen eher der Fokus auf die Risikoprämie am Aktienmarkt, als hier noch Risiken aufzubauen durch das Währungsthema. Ansonsten hier mal eine Auswahl verschiedener vermögensverwaltender Fonds.
die Sie auch in Kundenportfolios finden, ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Warum nehmen wir diesen Ausschnitt? Weil es natürlich auch Fonds sind, die sehr, sehr starke Mittelzuflüsse hatten, die sich tendenziell über verschiedene Marktzyklen behaupten können. Und da haben wir jetzt mal unseren Hypo-Strategiefonds mit reingepackt in Entwicklung seit Jahresanfang. Und da sehen Sie, da sind wir im Endeffekt, glaube ich, ganz gut unterwegs, wobei wir natürlich einen langfristigen Anlagehorizont haben. Aber für uns ist ja wichtig, wir haben den Fonds vor 2,5 Jahren neu ausgerichtet, eben mit dem starken Fokus auf die taktischen Themen. Und dementsprechend bekommen Sie hier natürlich auch regelmäßig das Update. Insgesamt, meine Damen und Herren, das mal ein Ritt quer über die Kapitalmarktthemen. Ich hoffe, Sie konnten mitnehmen, dass Sie auf jeden Fall zwischen nominalen und realen Zinsen differenzieren sollten, dass die nominalen Zinsen durchaus steigen können und damit den gesamten Kapitalmarkt natürlich ein bisschen durcheinander wirbeln können, wenn man eben hier nur die nominalen Zinsen betrachtet und die realen Zinsen vergisst. Sie haben hoffentlich mitgenommen, dass das Thema Risikostreuung momentan schwieriger ist denn je, dass man sich mal mit diesem Thema zwingend auseinandersetzen sollte und vor allem auch, dass selbst wenn Sie nicht an der Börse investiert sind, Sie doch an den Kapitalmärkten partizipieren, im Positiven wie im Negativen, eben durch die Altersvorsorge und andere finanzielle Kontrakte, die Sie ja gar nicht umgehen können in einer heutigen modernen Gesellschaft. So, meine Damen und Herren, soweit die Zusammenfassung des heutigen Kapitalmarktdialogs. Die Fragerunde ist dann wie immer entsprechend ausgeschnitten. Der nächste Kapitalmarktdialog findet am 14. Juli 2015 statt, wie immer um 18 Uhr. Auch die Registrierung natürlich wie immer jetzt schon und kostenfrei möglich. Und wir machen es auch weiterhin so, das ist eben das Technische, dass wir eben die Teilnehmerzahl auf 100 Personen reglementieren, um auch hier auch das Thema Fragen und Lebendigkeit noch möglichst gut offen zu halten. Das war's von meiner Seite. Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Genießen Sie die Zeit mit der Familie. Gehen Sie mal raus. Treiben eine Runde Sport bei dem schönen Wetter. Bis bald. Auf Wiedersehen.